Hallo liebe Weggefährten, herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Ich bin hier auf Mallorca. Für den einen ist es die Sonneninsel und die Urlaubsinsel und die anderen wissen, ja, hier gibt es auch ganz viel Leid für die Hunde, für die Tiere. Und ich bin jetzt hier bei diesem Video echt aufgeregt. Wisst ihr warum? Das ist für mich Premiere. Ich sitze hier bei Jake Tierhilfe von Jenny Borgholt, gemeinsam mit der Martha, mit der Tochter von Jenny. Und ich bin echt nervös, weil ich möchte mich heute mit der Martha über Tierschutz unterhalten. Und das mache ich mit einem Kind zum ersten Mal. Puh, wenn ich überlege, ich bin jetzt 55 und wir hatten immer Hunde und immer Tiere im Haus und meine Eltern haben mir immer gesagt, ich soll respektvoll mit den Lebewesen umgehen und ich habe auch bei uns im Dorf immer schon als Kind, wenn ein Hund da irgendwo an der Kette war, das war auf den Bauernhöfen da echt noch gang und gäbe oder in einem Zwinger eingesperrt war, da habe ich immer meinem Papa oder der Mama Bescheid gesagt und habe mich darüber aufgeregt. Also ich war schon früher als Kind sehr sensibel dafür, wenn Tiere nicht gut behandelt wurden. Erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dich hier mit mir hinzusetzen und mit mir über den Tierschutz zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Martha. Als ich 10 war, war ich nicht auf Mallorca. Als ich 10 war, war ich nicht so eine Tierschützerin wie du, weil du bist wirklich jeden Tag mit Tierschutz konfrontiert. Und ich hatte nicht so viele Hunde wie du. Wir hatten maximal 2 in der Familie. Aber du bist hier jeden Tag mit 20, manchmal 30 Hunden zusammen und lebst Tierschutz. Wie ist das für dich als Kind so, dass du überhaupt Tierschutz machen musst? Wie ist das? Schön. Und es ist mir auch sehr wichtig. Und ja, dass die Tiere, Hunde, sind für mich wie meine Familie. Ja, und ich merke schon, das ist direkt bei dir so ein emotionales Thema auch. Ne? Also ich bin ja immer, ich kann ja kein Tier leiden sehen. Und ich finde, es ist schon schlimm genug, dass wir Menschen oder viele Menschen so mit Tieren umgehen, auch so mit Hunden umgehen. Und ich habe dann immer so eine Mischung zwischen Wut, Enttäuschung, Traurigkeit und Hilflosigkeit. Aber dann auch wieder die Hoffnung, dass man den Tieren helfen kann, indem man ihnen eine Stimme gibt. Was würdest du sagen, ist wichtig auf diesem Planeten, damit es Tieren und auch der Natur besser geht? Worauf müssen wir aufpassen? Dass man einfach wirklich die Tiere genauso behandelt wie andere Familienmitglieder, weil es ist einfach Familie. Und für manchen Freunde. Und wenn zum Beispiel eine Familie einen Hund hat, ist es vielleicht noch wie ein anderes Kind noch dazu. Und man sollte sich genauso darum kümmern wie Menschen. Finde ich. Also der Hund ist dann für dich auch ein Familienmitglied, für mich ja auch. Und der gehört auch nicht in den Zwinger und nicht an die Kette, oder? Der gehört für mich auch mit aufs Sofa, ja, im Haus. Und schmust du gern mit Hunden? Ja, klar. Hätte ich nicht das Hochbett, ich habe ein Hochbett und sonst im Sommer schlafe ich auch auf dem Sofa mit den ganzen Hunden. Und ja, glaubst du, wenn du kein Hochbett hättest, würden alle Hunde bei dir im Bett liegen? Ja, auf jeden Fall. Ich find's spannend. Super. Ich bin echt total aufgeregt. Du auch? Ja. Ich bin echt aufgeregt, weil ich hier mit einem so lieben, jungen Menschen sitze, der jetzt irgendwie nicht den ganzen Tag vor Computer sitzt und irgendwelche Computerspiele macht, sondern du kümmerst dich um Tiere. Ich meine, du bist, ich glaube ja, also wenn ich dich so fühle, dann glaube ich, dass du eine Aufgabe hast hier. Du hast so eine ganz gewisse Energie bei dir. Du bist so ein Sonnenschein und du bist sehr, glaube ich, sehr empfindsam. Und das merken auch wieder die Tiere. Und deshalb hast du, glaube ich, auch so eine gute
Beziehung zu Hunden. Spürst du das selber auch oder ist das für dich selbstverständlich? Merkst du das, dass die Hunde zu dir eine ganz besondere Beziehung haben? Ja, also mittlerweile ist es für mich schon so normal. Ich liebe die Tiere und... Was gibst du den Hunden? Was glaubst du, was wichtig ist für Hunde? Was brauchen sie, damit sie dich als Machter lieben? Was gibst du denen? Liebe. Liebe, auch. Klar. Energie, wenn sie welche brauchen, wenn sie kaputt sind, wenn sie schlecht gehalten wurden, wenn sie verletzt sind, wenn sie krank sind. Liebe, Energie und Aufmerksamkeit. Super. Genial. Streicheleinheiten, ja. Einfach Zuwendung auch. Genau. Super. Einfach da sein. Sehr schön. Im Tierschutz gibt es ja ganz, ganz viele Geschichten, die man so erlebt. Ne? Also ich meine, wenn man als Kind Tierschutz macht, dann macht man ja auch positive und negative Erfahrungen im Tierschutz. Was war bisher so das Traurigste oder das Schlimmste, was du so erlebt hast? Und magst du darüber sprechen? Ja, okay. Das war der Blue, so habe ich ihn zumindest genannt. Und es war ein Hund, der war 10 Jahre an der Kette. 10 Jahre? 10 Jahre wurde uns gesagt. Wir waren ja hier erst 4 Jahre, haben hier gelebt. Und dann haben wir Freunde gefragt und auch die Besitzer selber, wie lange der schon war, weil das Haus stand zu Verkauf. Und Mama hat mal so gefragt, wie lange der Hund schon an der Kette liegt. Genau. Und aber das ist nicht das Haus hier. Nein. Nein, ein anderes. Ein anderes. Ja. Hier aber auch schon sehr in der Nähe. Und wir haben ihn dann immer, sind dann immer hingefahren, haben ihn Wasser, Futter. Und da lebten doch noch Leute, oder nicht? Oder waren die schon weg? Die waren weg. Und der Hund lag alleine an der Kette. Genau. Ist nicht wahr, oder? Doch, und ohne Wasser, an der Kette, kein Dachunterstand. Und wie ist der Hund dann? Also ich meine, der hatte kein Wasser und da hat sich niemand drum gekümmert. Ihr habt dich mit der Mama drum gekümmert. Aber das Haus wurde doch verkauft. Wie ging es dann weiter? Dann sind wir eines Tages wie immer 2-mal am Tag hin und am Abend stand er dann einfach vorm Tor und hat auf uns gewartet. Und hat sich dann losgerissen, sag ich jetzt mal. Der Zaun war ganz lochig und ist dann da durchgekrabbelt und stand vorm Tor und hat auf uns gewartet. Glaubst du, der wusste, dass ihr den rettet? Ja. Der hatte Vertrauen, glaube ich. Und Mama hat auch immer erzählt, eines Tages, wir retten dich, mach dir keine Sorge, wir schaffen das. Und ja, dann hat er sich selbst befreit. Das heißt, es ist gleichzeitig die traurigste und auch die schönste Geschichte, weil es hat ja ein Happy End nach 10 Jahren. Mhm. Und wie war der Blue dann als Hund? Was war das für ein Hund? Toller, ganz toller. Und ruhig, nicht so flippelig und hat sich mit einem Hund hier nicht so verstanden. Dann mussten wir sie immer trennen. Ja. Der Shapai, den Beagle, der leider auch gestorben ist. Und ja. Aber der Blue war dann hier als ganz normaler Familienhund, nachdem er 10 Jahre an der Kette gelebt hat. Ja. Das heißt ja mit anderen Worten, ich habe ja selber auch die Erfahrung gemacht mit meiner Ola aus Portugal, die hat 9 Jahre an der Kette gelebt und lebt jetzt ganz normal bei mir im Haushalt. Als ganz normaler Hund. Also selbst die Hunde, die so isoliert waren, können ja dann wieder ganz normale Familienhunde werden. Das ist aber doch schon irgendwie, ich finde das manchmal echt verblüffend, dass wenn man jetzt einen Menschen 9 Jahre oder 10 Jahre irgendwo festbinden würde und der wäre die meiste Zeit alleine und man würde den dann befreien und würde den zum Menschen geben, dann wäre der erstmal völlig verhaltensgestört, wahrscheinlich über Monate oder Jahre. Aber Hunde schaffen es, nach Wochen oder Monaten wieder ganz normale Hunde zu werden und auch vor allen Dingen Menschen wieder zu vertrauen, oder?
Hast du lange gebraucht, bis du sein Vertrauen bekommen hast? Oder ging das schnell? Das ging, glaube ich, sehr schnell. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber dadurch, dass er so ein Vertrauen hatte, dass wir ihn mitgenommen haben, zweimal am Tag hingefahren sind, wollte er, glaube ich, sich einfach nur noch hier anpassen, damit er einfach dazugehört, damit er einfach da ist und noch ein schönes Leben hat, ja. Das wäre meine nächste Frage. Glaubst du, die Hunde spüren das? Ja. Wenn man ihnen diese Zuwendung gibt und die spüren, dass sie bei dir und Mama, dass der Blue gespürt hat, dass er bei dir und Mama ein gutes Zuhause kriegen könnte? Ja. Und sich dann auch dementsprechend gut verhalten? Ja, das schon. Es gibt wahrscheinlich immer was Besseres. Hier, manche Hunde wollen ja einfach einen alleinigen Mensch haben für sich und dann noch ein anderes Zuhause, wo er ganz allein ist. Mhm. Aber ich schätze, erst mal nach der Rettung wollen sie sich einfach nur anpassen, um da zu sein bei den Menschen, um nicht allein zu sein. Ja, super. Könntest du dir ein Leben ohne Hunde vorstellen? Nein. Oh, die Antwort kommt aber ganz schön schnell. Warum? Nein. Nein, das ist wie gesagt meine Familie. Ohne Hunde nie. Ohne Hunde niemals. Und liebst du es auch, mit so vielen Hunden zusammen zu sein? Ja, das schon. Man ist einfach so Mitglied von so vielen und das ist schön, ja. Was findest du, also ich bin ja jetzt schon seit 35 Jahren im Tierschutz und ich merke, so langsam tut sich ein bisschen was, ne? Also, aber man rennt ja oft gegen Mauern an, ne? Und dann denke ich, man sollte ja gerade auch bei euch, also bei den Jüngsten, anfangen, die dafür zu sensibilisieren. Also sprich, mit den Kindern darüber zu sprechen, wie man beispielsweise mit einem Hund umzugehen hat. Und dass der nicht an die Kette gehört und nicht in Zwinger und dass es ein Familienmitglied ist. Glaubst du, dass das ist wichtig, dass man gerade bei den Kindern anfängt, mit ihnen drüber zu sprechen und zu sagen, ey, bitte, liebe Eltern, zeigt euren Kindern, wie man vernünftig mit Tieren umgeht. Ja, klar, das ist ja, Kinder sind ja theoretisch die, die dann auch am längsten leben noch und ja, die dann das auch an ihre Kinder weitergeben und immer so weiter. Und ja. Wie würdest du das einem, ich weiß, das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber wie würdest du, wenn du jetzt einen Hund irgendwo an der Kette siehst und du siehst da eine Mutter mit ihrem Kind da auf dem Grundstück und du hättest die Möglichkeit, der Mutter und dem Kind etwas zu sagen, was du davon hältst, von der Situation, wie würdest du das machen? Also der Hund liegt da an der Kette, du gehst da vorbei, du fährst mit dem Fahrrad vorbei, siehst den Hund, hältst an und du siehst, die Kette ist zu kurz, der hat nur noch so ein bisschen Wasser irgendwie drin. Was würdest du der Mutter mit auf den Weg geben? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass du nicht einfach vorbeifährst und nichts sagst. Zumindest würde ich es meiner Mama oder mit meiner Mama was machen. Würdest du Mama holen und dann gemeinsam hinfahren? Wäre mir, glaube ich, schon lieber, als wenn du das alleine machen würdest. Ja, mit irgendjemand alleine anzulegen, sage ich jetzt mal. Ja, man weiß auch nie, wie die Leute reagieren. Ne? Aber du würdest auf jeden Fall was machen. Ja. Jetzt bin ich ja schon seit 35 Jahren aktiv im Tierschutz tätig. Und wenn ich mich mit dir so unterhalte, dann muss ich sagen, irgendwie ist das so ein Fass ohne Boden. Ne? Also es gibt ja so viele Tierschützer, nicht nur uns, die Mama und viele, viele andere. Aber trotzdem muss man immer noch die Tiere vor den Menschen schützen. Und das jetzt schon seit so vielen Jahrzehnten. Und ich finde es so traurig, dass man immer wieder dieses Thema ansprechen muss und auch immer wieder entsetzt darüber ist, warum bestimmte Gesetze so langsam verändert werden. Also mich macht das teilweise auch wirklich wütend, weil ich habe schon vor 35 Jahren Menschen gesehen, die mit Tieren ganz schlecht umgegangen sind, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Und ich war 1987, das ist lange vor deiner Zeit, war ich zum ersten Mal in Portugal und habe dort erlebt, wie grausam das Leben für nicht nur für Hunde, sondern auch für Katzen und auch für Pferde und Kühe ist. Da haben Pferde irgendwie
tagelang irgendwie auf einer Wiese gestanden und hatten kein Futter mehr. Und die hatten, da war ein Eimer, da sollte eigentlich Wasser rein. Und die haben den Tieren einfach kein Wasser gegeben. Und dann habe ich die Leute angesprochen. Und dann haben die gesagt, ich soll mich um meine eigenen Sachen kümmern. Es war für mich damals schon, als ich noch so jung war, da war ich irgendwie um die, glaube 17 oder so, war ich zum ersten Mal in Portugal. Und auch alleine. Und habe da ein Jahr verbracht und habe dann da auch die sogenannten Besitzerhunde beobachtet. Also es sind ja die Hunde, die ein Zuhause haben, aber trotzdem rumlaufen können und abends wieder oder über Tag wieder nach Hause kommen. Aber ich habe so viele schreckliche Bilder auch gesehen. Und jetzt sitze ich hier mit einem 10-jährigen Mädchen und wir müssen uns immer noch darüber unterhalten, dass wir die Tiere schützen müssen. Es macht mich auch echt traurig. Es macht mich wütend, aber es macht mich auch traurig. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht, egal ob in Spanien oder in Portugal oder auch in Deutschland, irgendwie mal Menschen in der Regierung sitzen würden, die mal nicht nur von ihrem Bürostuhl aus da irgendwie sagen, ja, nee, also das ist doch nicht schlimm, ne? Also wenn der Hund dann eben 3 Meter Kette hat, ist doch egal, man muss nur dafür sorgen, dass er ein bisschen Wasser hat, dass diese Menschen mal den ganzen Tag mal bei diesem Hund sitzen würden und mal sehen würden, wie, Entschuldigung, mein Ausdruck, ich muss das jetzt einfach sagen, wie scheiße langweilig es ist, den ganzen Tag an der Kette zu liegen und ab und zu vielleicht ein bisschen Wasser und Futter zu bekommen. Du merkst, ne? Ich werde da wirklich sauer, weil ich schon so viele Jahrzehnte jetzt auch gemeinsam mit anderen Tierschützern, und da kann die Mama auch ganz viel zu erzählen, dass es irgendwie echt schrecklich ist, dass man das immer und immer und immer wieder ansprechen muss und dass es immer noch Tierschützer geben muss, muss man ja sagen. Ne? Also wenn keine Tiere gequält würden und schlecht gehalten würden, dann bräuchten sie auch keinen Tierschutz mehr. Aber ich finde, das fängt ja schon im Kleinen an. Also wenn ich über die Straße gehe und es hat geregnet und irgendwo ist so ein Regenwurm, der liegt in so einer Pfütze. Weißt du, dass ich als Kind schon den Regenwurm aus der Pfütze rausgeholt habe, weil ich das nicht sehen konnte? Der kam da nicht raus und ich kann mir das nicht an... Manche Leute würden vorbeigehen und sagen, ja, mein Gott, das ist ein Regenwurm, ne? Oder irgendwie, wenn ich im Haus irgendwie einen Käfer habe, der raus will an der Fenster, manche Leute würden mich vielleicht für verrückt erklären, aber ich hole den Käfer und setze ihn nach draußen. Das hat, glaube ich, auch was mit Respekt zu tun, ne? Der Natur und den Tieren gegenüber. Aber wie du merkst, wenn ich über Tierschutz spreche, könnte ich stundenlang erzählen. Manchmal stelle ich mir die Frage, was würde ich ändern, wenn ich mehr Möglichkeiten hätte? Also wenn ich zum Beispiel Bundeskanzler wäre. Aber ich frage jetzt dich mal. Ich mache dich jetzt einfach für den Moment mal zur Bundeskanzlerin. Für Spanien, Portugal, nee, für Europa, nee, für die ganze Welt. Du bist die Bundeskanzlerin der Welt und könntest jetzt bestimmte Sachen verändern für die Tiere. Was würdest du machen? Dass es auf jeden Fall gar kein Leid mehr gibt. Dass wirklich, wie du auch schon mal gesagt hast, wenn die Tiere so behandelt werden, sollen auch mal die Menschen so behandelt werden. Und dass auch wirklich jede Familie den perfekten Hund, der sich auch so gut anpassen kann. Wenn die Familie so viel arbeiten muss und der Hund ist so allein, dann, ja, das ist einfach mehr Möglichkeiten auch für den Hund gibt, das einfach nicht nur so zu Hause hocken oder an der Kette oder im Zwinger und ja, dass sich das einfach alles ändert. Die Frage jetzt zum Beispiel an die Bundeskanzlerin Machter, Bundeskanzlerin von Europa. Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen oder Vögel in Käfigen, ja oder nein? Nein. Massentierzuchthaltung? Nein. Hunde an der Kette? Nein. Hunde länger als 4 Stunden alleine lassen? Nein. Oh, das sind klare Aussagen. Mehr Freiraum für Tiere, also auch wenn sie irgendwo, wenn Pferde zum Beispiel irgendwo gehalten werden in einem Pferdestall, dürfen zum Beispiel Zuchtpferde und Springpferde
nur in ihrer Box gehalten werden? Nein. Ich sehe es genauso. Und da sind noch viele, viele andere Punkte, die wir vielleicht gemeinsam verändern würden, wenn du Bundeskanzlerin und ich Bundeskanzler wäre. Ich glaube einfach, dass die Menschen, die so schlecht mit Tieren umgehen, auch die Tiere quälen, die Tiere einsperren, die Tiere misshandeln, dass die einfach auch bestimmte Strafen erhalten müssten. Siehst du das auch so? Also wer seinen Hund irgendwie die ganze Zeit an der Kette hält und ihm nicht genug Wasser und nicht genug Futter gibt, der sollte Geldstrafen erhalten und der sollte regelmäßig kontrolliert werden, oder? Ja. Dafür sollte es eigentlich auch nochmal so einen extra Beruf geben. Ja, so cool. Kontrolle. Ja. Das Ding ist, die Polizei, die würde dann nicht jeden Tag oder öfters hinfahren und das kontrollieren. Und da sollte es vielleicht nochmal so einen extra Beruf, sag ich, geben, die immer... Cool, guck mal, habe ich Gänsehaut. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Also eigentlich so eine Tierschutzpolizei. Genau. Also Menschen, die ausgebildet sind, sich um solche Sachen zu kümmern, die auch alles kontrollieren. Wie so ein Ordnungsamt, aber nur für Tiere. Genau. Ne, die dann gucken gehen, wie werden die Pferde da gehalten. Ich habe das übrigens früher, als ich im Tierheim, ich habe 6 Jahre im Tierheim gearbeitet und da habe ich auch Tierschutzanzeigen gemacht. Ich bin dann schon mal gerufen worden, wenn irgendwie Kühe kein Wasser mehr auf der Wiese hatten oder wenn Schafe in so einem kleinen Stall waren, da bin ich gucken gefahren. Das lief aber dann über den Tierheim. Aber ich finde die Idee, dass das ein eigenständiger Beruf wäre, total genial. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir noch verändern würden und könnten, aber genau diese Idee finde ich absolut genial, weil wenn es doch eine Ausbildung gäbe und diese Menschen dann eben auch durch Gelder aus der Politik letztendlich bekommen würden, ich sag mal so, Hundesteuer, ne? Hundesteuer in Deutschland könnte man auch super Leute für ausbilden, die dann Tierschutz-Sachen nachgehen würden. Oder man müsste die Bevölkerung auch hier in Spanien oder in ganz Europa, auf der ganzen Welt einfach für sensibilisieren. Ey, um die Tiere zu schützen, brauchen wir Menschen. Diese Menschen brauchen Zeit. Und diese Menschen brauchen natürlich auch eine finanzielle Entschädigung. Also müsste man diese Menschen dafür bezahlen, dass sie diese Arbeit machen, damit sie sie auch gerne machen. Und die Idee finde ich genial. Also wirklich so eine... Bevor du könntest irgendwann so eine Ausbildung zur Tierschützerin machen, das ist so zu einer Kontrolleurin, die dann irgendwann rumfährt und schaut, wo Tiere oder Hunde oder überhaupt alle Tiere schlecht gehalten würden, fände ich genial. Und das wäre mal zu überdenken, ne? Dass man tatsächlich eine richtige Ausbildung durchlebt. Was mir gerade noch spontan einfällt, ist, wenn gerade hier... In Spanien, wenn ich so in der Stadt unterwegs bin, dann sehe ich auch immer noch diese Kutschenfahrten. Ne? Also die Pferde, die zum Einsatz gebracht werden, wenn irgendwelche Touristen sich da durch die Stadt ziehen lassen, manchmal bei 35, 40 Grad im Schatten. Hör mal, haben diese Leute eigentlich kein Gedächtnis mehr? Was ist da los? Ja, die meisten denken halt, oh, Kutsche fahren. Ist ja spaßig, ja. Aber sie denken halt in dem Moment nicht an die Tiere. Und ja, das ist auch ein sehr trauriger Punkt. Und ja. Würdest du auch den verändern als Bundeskanzlerin von ganz Europa? Auf jeden Fall. Es war wunderschön, mit dir zu sprechen. Ich könnte jetzt noch stundenlang hier mit dir sitzen und über... ja, Verbesserungen auch nachdenken. Aber alleine die Tatsache, dass du mit 10 Jahren so eine Einstellung zur Natur und zu den Tieren hast, ist sehr bemerkenswert. Das finde ich toll. Und dafür bedanke ich mich bei dir. Und wenn es viel mehr Menschen und auch viel mehr Kinder geben würde, die sich ganz intensiv mit diesem Thema Tierschutz und Naturschutz auch beschäftigen würden, dann gäbe es definitiv weniger Leid auf diesem Planeten. Denn nicht nur, wenn du Bundeskanzlerin wärst, sondern wenn es einfach mehr Machtas gäbe auf diesem Planeten, dann wäre dieser Planet schon wieder ein bisschen schöner. Also eine Machta, eine Sonne,
viele macht das, viel Sonnen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die gemeinsame Zeit und gebe dir ganz viel gute Energien mit auf deinen Weg. Und jetzt gerade, weißt du, was ich gerade merke? Das schießt mir echt die Tränen in die Augen, weil ich weiß, dass wenn alles normal läuft, dass du deinen Weg weitergehen wirst, obwohl ich irgendwann schon nicht mehr auf diesem Planeten bin. Aber genau du machst den Tierschutz weiter. Das finde ich so toll. Das berührt mich gerade. Echt, weil ich weiß, du wirst auch in 5 Jahren und in 10 Jahren, auch in 20, 30 Jahren immer noch Tierschutz machen. Und ich weiß nicht, wie lange ich hier sein darf auf diesem Planeten, aber irgendwann höre ich auf mit dem Tierschutz, weil ich nicht mehr da bin. Aber du machst weiter. Danke dafür.